Herzlich willkommen bei Yoga Meets Physio. Mein Name ist Constanze. Im folgenden Video lege ich den Schwerpunkt auf den Schultergürtel. Wir machen Kräftigung, Entspannung, Anspannung, Dehnung, Loslassen. Wir tragen häufig viel auf den Schultern. Und da das neue Jahr noch nicht so weit fortgeschritten ist und viele Leute motiviert sind, Dinge zu tun und ihre Listen länger machen, möchte ich dich dazu anregen, vielleicht nachzudenken, was du weglassen kannst, um zu deinem Ziel zu kommen. Wir fangen in der Rückenlage an. Spür erstmal, wie deine Schultern auf der Matte liegen und deine Arme. Ob der linke Arm und die linke Schulter genauso liegen wie die rechte. Und folge deinem Atem. Bring dann mit dem nächsten Einatmen beide Arme über den Kopf und dehn die Arme. Streck die Ellenbogen, streck die Handgelenke bis zu den Fingerspitzen, lass den Atem weiterfließen. Spür die Dehnung im Körper. Und lass dann mit dem nächsten Ausatmen die Arme neben den Körper kommen. Gib das Gewicht der Arme ab. Lass die Schultern bewusst sinken. Stell dann die Füße auf. Schieb die Schultern weg von den Ohren. Die Handinnenflächen zeigen nach oben. Der Nacken ist lang. Und mit der nächsten Einatmung hebst du das Becken ab, kommst in die Schulterbrücke, drückst die Arme fest mit in die Matte und ausatmend lässt du dich wieder sinken, entspannst auch die Arme. Drück die Arme, wenn du hochkommst, fest in die Matte, dass die rückwärtige Muskulatur mit einspannt. Mit jedem Ausatmen los, entspannen. Einatmen, spannst du wieder an. Wenn du das nächste Mal oben bist, bleibst du oben, der Atem fließt weiter und du faltest die Hände unter dem Gesäß zusammen, nimmst die Schulterblätter hinten noch weiter zusammen, wirst weit im Herzraum. Und lässt den Atem hier fließen, schiebst die Hände runter Richtung Füße. Und löst dann mit dem nächsten Ausatmen auf, entspannst die Arme, die Schultern und spürst nach. Nimmst du die Arme hoch zur Decke, nimmst die Handinnenflächen zusammen. Schiebst die Schulter nochmal bewusst weg von den Ohren, der Nacken ist lang. Und pendelst jetzt von Seite zu Seite, die Arme bleiben gestreckt, die Handinnenflächen verschieben sich nicht. Der Atem fließt und du rollst im Grunde über deine Schulterblätter, über deinen oberen Rücken hin und her. Mit der Aufmerksamkeit zu deinen Schulterblättern. Vielleicht spürst du, wie du da über den inneren Rand, den oberen Rand rollst. Und auch der Bereich zwischen den Schulterblättern, die Brustwirbelsäule. Finde deinen eigenen Rhythmus, während der Atem weiter fließt.
die Bewegung dann allmählich kleiner werden. Und leg die Arme nochmals neben dem Körper ab. Entspann. Spür nach, wie sich die Schultern und Arme, der obere Rücken anfühlen. Und komm dann über die Seite in den Vierfüßlerstand. Und richte dich hier ein. Das heißt, der Nacken ist lang, Blick Richtung Boden. Die Finger sind gespreizt. Die gesamte Handfläche hat Kontakt zum Boden. Und du baust einen Bogen zwischen kleinem Finger und Daumen auf, drückst die fest in die Matte und nimmst den Zeigefinger noch als Pfeiler, dass die gesamte Handinnenfläche Kontakt zur Matte hat. Und nimmst die Hände so auf Nasenhöhe ein bisschen weiter vor. Hier folgst du deinem Atem und lässt dich ausatmend auf die Unterarme sinken, langsam. Und kommst einatmend wieder hoch. Das Gesäß bleibt fix über den Knien. Die Ellenbogen zeigen Richtung Oberschenkel. Lass dich ausatmen, sanft sinken und in der Atemleere entspannst du für einen Moment und kommst einatmend mit neuer Kraft wieder hoch. Wenn du das nächste Mal unten bist, bleibst du hier, lässt das Gesäß zurücksinken Richtung Fersen und schiebst die Arme vor. Wenn du magst, kannst du die Stirn auf die Matte ablegen und die Hände weiter nach vorne zusammenbringen. Atme tief in den Brustkorb. Und lass los. Mit jedem Ausatmen darfst du entspannen. Dann richtest du den Rücken gerade aus. Das heißt, der Nacken ist lang, Blick Richtung Boden. Du nimmst die Arme schulterbreit auseinander, setzt die Hand, die Fingerbeeren auf die Fingerspitzen. Und einatmend hebst du den rechten Arm an, schaust unter der rechten Achsel hindurch nach hinten und ausatmend kommst du zurück zur Mitte. Lass den Atem die Bewegung führen. Und jedes Mal, wenn du mit der Ausatmung in der Mitte bist, stellst du dir vor, wie dein Brustbein noch mehr sinkt. Und die Brustwirbelsäule noch mehr gestreckt wird. Dann legst du dich ab, legst die Stirn auf, faltest die Hände, nimmst die Hände über den Kopf, spürst nach. Und richtest dich dann langsam auf und kommst in einen aufrechten Sitz deiner Wahl. Spürst hier erst nochmal einen Moment nach, wie fühlen sich die Schultern und Arme an, auch der Nacken. Und bringst dann die Arme beide nach vorne im rechten Winkel und nimmst den linken Arm über den rechten, bringst die Handinnenflächen zusammen, schiebst.
schiebst die Ellenbogen nach vorne oben, die Schultern sinken. Lass mit jedem Ausatmen die Schultern sinken, ich zeige es kurz auch von der Seite. Und die Ellenbogen hebst du an. Wir können die Ellenbogen 90 Grad heben, ohne dass die Schultern mitgehen. Spür, wie hinten die Schulterblätter von der Wirbelsäule weggezogen werden und der Atem fließt ruhig und gleichmäßig. Mit dem nächsten Einatmen öffnest du dich weit, schiebst die Schulterblätter hinten zusammen, hebst das Brustbein. Und ausatmen bringst du nun rechts über links, die andere Seite. Lässt die Schultern wieder sinken, der Atem fließt und hebst die Ellenbogen. Mit dem nächsten Einatmen öffnest du nochmal weit die Arme. Lässt die Arme dann sinken und kreist mal ganz locker mit den Schultern nach hinten. Und als letztes gehen wir jetzt noch in eine Lagerung. Dafür kannst du dir ein Handtuch dieser Größe nehmen, das falten und dann ganz eng rollen. So eine eng gerollte Wurst hast, die legst du auf die Matte und legst dich mit dem Kopf und dem oberen Rücken auf das Handtuch, sodass das Rücken auf der das Handtuch auf der Wirbelsäule liegt. Man muss sich da so ein bisschen zurechtschuppern. So. Ich persönlich mag es, die Beine dabei aufgestellt zu haben, beziehungsweise ich stelle die gerne ein bisschen weiter auseinander, dass die Knie zusammensinken. Du kannst aber auch gerne die Beine ausgleiten lassen. Achte darauf, dass der Nacken lang ist. Das Handtuch liegt auf der Wirbelsäule, sodass die Schulterblätter mit der Schwerkraft sinken können. Wir drehen die Handinnenflächen nach oben und lassen mit jedem Ausatmen los, dass die Schultern noch mehr sinken und die Schulterblätter Richtung Boden gleiten, dass Weite vorne im Herzraum entsteht. Und hier kannst du so lange liegen bleiben, wie du möchtest. Vielen Dank fürs Einschalten und Schauen. Namaste.